So, hallo, ich begrüße euch bei einer neuen Runde Cult of the Lamb. Ich muss wieder aufnehmen, sonst haben wir heute Morgen... Na, eigentlich ist es heute keinen Part. Wir haben jedenfalls das letzte Mal einen langen Run gemacht, um viele Ressourcen zu sammeln, viel zu bauen. Ja, und damit wir möglichst schnell an die Kristalle rankommen, die wir für die... Ja, für die Krankheit brauchen, die man bei der Wiedererweckung bekommt. Und weil auch der Leuchtturmtyp die Kristalle braucht. Wobei ich glaube, der gibt mir nur so ein Fließding. Jedenfalls möchte ich in diesem Part, wenn mich jetzt nicht irgendwas hier sofort aufhält. Ich habe wieder unterbrochen. Ich wollte einfach nur, mein Gott, gucken, ob ich das schon gemacht habe. Okay, habe ich schon. Sorry, Eligos. Meine Nerven. Ich möchte diesen Part, wenn mich jetzt nichts komplett unterbricht, Heket erledigen. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall den Quest fehlgeschlagen. Was habe ich jetzt wieder nicht gemacht? Ah, ich glaube, ich habe das nicht gekocht, ne? Oh mein Gott, das geht wieder gut los hier. Was hast du jetzt für eine Quest? Nein, Felix. Nein, nein, nein. Was will... Ah, okay. Ich soll Älteste aufnehmen. Einen. Ja, komm her. Wir nehmen direkt den Ältesten an. Ja, das nützt mir... Ja, das nützt mir alles nichts. Weil der eh nicht mehr effektiv... Dann, der ist eh gleich wieder weg. So, ja, wir nehmen den Ältesten an, bevor der aber gleich wieder stirbt. Klingt immer alles so falsch. Werden wir... Habe ich noch Opfer? Scheiße. Ah... Das alles nicht mehr. Ja, toll. Ja, ganz tolle Wurst. Ich wollte jedenfalls ursprünglich... Och, jetzt ist das auch schon wieder kaputt. Das heißt nicht mehr. Brauche ich das überhaupt? Ich habe 35 Steine. Ich opfere 10 Steine. Ja doch, ich bekomme auf jeden Fall mehr Steine raus, als ich opfere. So, hier. Mein Gott, ey. Die Verbesserung habe ich beide noch nicht freigeschaltet. Naja. Ist hier irgendwas drin? Nein. Kann ich hier irgendwas reinsetzen? Ja. Jetzt haben wir wieder kaum Beeren reingesetzt, ne? Na, wurscht. Ich wollte sagen... dieses Spiel ist so schlimm. Du nimmst dir irgendwas vor und es kommt was völlig anderes erstmal wieder. So, komm, wir bauen erstmal kurz zu Ende, dass das Ding fertig ist. So, Felix, ich habe die Quest angenommen. Ja. Ja. So. Und damit haben wir schon wieder eine göttliche Inspiration. Okay, pass auf. Ich würde, glaube ich, das zweite Toilettenhäuschen nehmen erstmal. Das hat mehr Fassungsvermögen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Oder sollen wir die Verbesserung hier? Können die kaputt gehen? Ja. Also die sind auch nicht davor gefeilt, kaputt zu gehen, ne? Ganz wichtig. Sollte halt wirklich was holen, was mir was bringt. Na, ich habe halt so fast das Gefühl, mir bringen die meisten Sachen hier schon fast nichts mehr. Beichtstuhl können wir... Komm. Wir könnten eigentlich einen Beichtstuhl mal bauen. Ich weiß nicht, wie viel der braucht.
Aber ich glaube, der ist gar nicht so verkehrt. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Aber wir machen jetzt erstmal die Toilette, die zweite. Ich weiß gar nicht, ob die auch kaputt gehen kann. Oh, ich hoffe doch nicht. Kann die Toilette kaputt gehen nach einer Weile? Ich hoffe nicht. So, was brauche ich für die Toilette? Für die zweite. Oh, da brauche ich diese Kristalle auch. Och, ich kann das alles nicht mehr. Gute Wurscht. So, wir machen jetzt Folgendes. Ich bereite jetzt was zu kochen vor. Dass der Hunger theoretisch gestillt ist. Guck mal hier. Wir haben hier deftige Fleischbrühe, könnte ich ganz viele machen. Grasschleim nicht. Beeren könnte ich auch erstmal ein paar machen. Aber ich glaube, wir bereiten mal die deftige Fleischbrühe vor. So. Davon sollten die Anhänger lange genug zehren können. Na? Dann machen wir das Ritual im Tempel, dass der Glaube nicht zurückgeht. Dann müsste ich eigentlich alles im Griff haben. Na? So. Weil dann können wir nämlich mit dieser Vorbereitung zum zweiten Boss gehen. Ich hoffe, dass dann endlich alles passt. Na? Weil selbst wenn jetzt zum Beispiel der Typ stirbt, der Älteste, geht ja normalerweise der Glaube runter, weil ja der eine Typ auch Todesangst hat und so weiter und so fort. Aber das alles passiert jetzt ja nicht. Also ich müsste jetzt einen ganz entspannten One durch die zweite Welt haben. Ohne großen Probleme und großen Stress. Komm mal, wir kaufen noch gleich einen neuen Anhänger hier. Bitteschön. So, zack. Und dann geht's hier rein. Ich hoffe, ich bin vorbereitet. Let's go. Weil selbst wenn der jetzt Hunger runtersetzt, ich habe ja in der Küche was vorbereitet. Der kann mir jetzt den Hunger, der kann jetzt noch so viele Anhänger hungrig machen. Ich habe was vorbereitet. Ja, da ist er schon. Heket, du kleine... Ich werde nicht dasselbe Schicksal erleiden wie Lashy. Komm in meinen Tempel, du wirst den deinen auf die Schlachtbank folgen. Okay. Okay, er macht gar nichts im Moment. Gut. Wir bekommen erstmal die Giftaxt. Das ist in Ordnung. Und reinigendes Feuer ist auch ganz nett. So. Wir müssen auf jeden Fall... wenn wir es bekommen... Also... Was wir auf jeden Fall wechseln würden, wäre, wenn wir eine göttliche Waffe bekommen. Das ist ganz klar. Oh. Ah, jetzt geht's wieder los. Ja, komm, komm. Komm, mach deinen Scheiß. Mach deinen Scheiß. Ich bin vorbereitet. Jener, dem du dienst, das Monster, das wir in Ketten gelegt haben, wird keine Ruhe geben, bis alle vier von uns tot sind. Ja, derjenige, der wartet. Du magst vielleicht mein... Oh, ihr habt die Maus im Bild. Entschuldigung. Meinen Bruder Leshy getötet haben, aber mich wirst du nicht kriegen und du wirst auch nicht in die Nähe der anderen Bischöfe des alten Glaubens kommen. Wir sind bei weitem älter und mächtiger als unser werter Bruder Leshy es war. Oh, er labert nur. Er macht keinen Hunger. Okay, aua. Aber er macht böse Monster. Aua. Das wollte ich nicht, das wollte ich. Er hat nicht getroffen. Sehr schön. So, das hat schon mal viele Knochen gegeben. Und hier geht's schon mal zur Tarotkarte. Und wir wissen jetzt ja auch, wir können Tarotkarten noch nachkaufen. Gegner erleiden Schaden, wenn du gegen sie rollst. Das ist halt so dieses halbe Herz-Ding. Aber ich werde nicht gegen Gegner rollen, von daher... Let's go. So, dann opfern wir hier 20 Münzen. Für eine neue Karte. Ja, das nehmen wir auf jeden Fall.
Die 10% Chance ist richtig und wichtig. So, schön viele Pilze mitnehmen, dass wir auch ja immer das Ritual durchführen können. Weil ich glaube, ich werde jetzt ganz oft immer dieses Pilzritual durchführen, wenn ich mich auf so eine Mission begebe, dass ich eben nicht die ganze Zeit Angst haben muss, dass hier irgendwas schief geht. Na? Seht ihr, der Hunger geht hoch, Küche funktioniert, alles supi. Alles supi. Flinky. Hallo mein Kind, ich kenne dich. Bist du ein Freund von Ratau? Ah, ist das ein neuer Spieler jetzt? Ich erkenne diese Krone auf deinem Kopf. Ratau hat mir alles über dich erzählt. Ich bin unterwegs in meiner Runde Astra... Ah, okay, wir müssen die neuen Spiele erst auf den Routen bekommen. Ich verstehe. Alles klar. Ja, ich komme, Flinky. Ich eile. Ich eile, Flinky. Ich eile. Endlich eine neue Runde Astralogoi. Kann es gar nicht erwarten. Kann ich ihn vorher töten? Nein. Okay. Cooler Raum. Sehr schön. Leider noch kein blaues Herz, aber 10% sind ja nun mal 10%. So. Ich muss halt jetzt nur darauf achten, dass der One nicht tatsächlich länger ist als 2 Tage. Aber das wäre eigentlich schon ziemlich krass. Na, also 2 Tage... Boah, das waren richtig viele Goldklumpen. Sehr schön. 2 Tage, so lang kann kein One. Also, wobei wahrscheinlich schon, aber... Vielleicht, wenn man alles niedersäbelt. Vielleicht dann. Aua. 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 Oh, die haben Dings, sehe ich jetzt erst. Da muss ich mit einem schweren Angriff rangehen. Ach nee, dieses dumme Ding schützt die. Irgendwas schützt die. Aua. Jetzt kann ich es erledigen. Das dumme Teil in der Mitte hat die geschützt. Oh, das war kein so guter Kampf. Da wäre jetzt langsam ein blaues Herz sinnvoll. Oder ein halbes immerhin. Dankeschön. Okay. Okay, ist also ein bisschen kritisch hier alles unterwegs, aber noch okay. Nice, neues Herz. Sehr schön. Also nicht neues Herz, sondern halt hier, weißt du schon. Dekoration interessiert keinen Menschen. Würde allerdings nur 2 Pilze kosten. Wir müssen noch die Dekoration bauen für die Mission mit dem Pilztyp, fällt mir gerade wieder ein. So. Ich will wissen, was das ist, weil ich kenne das nicht. Ich kenne dieses Symbol nicht. Ist das vielleicht für die... Ist das vielleicht neues... Für das Karten? Ist ja kein Kartenspiel. Ist das vielleicht eine Tarotkarte? Ist diese, ich weiß nicht, was es ist. Also ich muss rausfinden, was es ist. Deswegen gehe ich da jetzt hin. Es ist Tarotkarte. Let's go. Am Tag erhöht sich der Schaden. Sehr gut. Ja, nehmen wir. Wir haben gerade Tag. Und die Nacht wird nicht so lang sein. Das nehmen wir. Ups. Ich will gar nicht die Relikte angucken. Ich bekomme mir doch eh keine Relikte. Was will ich mir die Relikte angucken? Und das muss noch aufladen, ne? Ja, ja, das muss noch aufladen. Alles klar. Ah, sehr schöne Karte. Dann haben wir hier jetzt einen Shop und nur noch 2 Räume. Ist sehr gut. Also das ist gut. Das ist gut. Oh, das ist nicht mal ein Shop. Das ist, ich kriege einfach direkt ein Relikt. Ladetempo langsam. Sturm aus Blitze. Geil. Geil. Sehr, sehr gutes. Sehr, sehr gutes Item. Sehr gutes Item. Kann man bestimmt gut benutzen. Und jetzt haben wir nur noch 2 Räume vor uns. Let's go. Let's go. Ein Stein. Auch den nehmen wir gerne mit. So. Sind da wieder? Ja. Scheiß Schilddinger. Okay, die Schilde sind weg. Die Schilddinger sind weg. Nein, da ist noch ein Schildtyp. Jetzt ist er weg. Sehr gut. Da ist noch ein Schildtyp.
Sehr schön. Ah, das lief, das lief, das lief deutlich besser als vorhin. Das lief deutlich, deutlich besser als vorhin. Wunderbar. Sehr schön, mehr Pilze. Ich finde es gut, dass das nur 12 Pilze kostet, dieses Ritual. Also das ist echt ein wichtiges Ritual. Okay, eklige Kröte, aua. Weg mit ekliger Kröte und weg mit euch. Nice. Will ich da jetzt hier mich durch... Eigentlich gibt es hier nichts Sinnvolles außer Gras, ne? Hier die Pilze da hinten vielleicht noch. Aber ansonsten kann man hier eigentlich kaum was mitnehmen. Ja, das erscheint mir als Zeitverschwendung. Oder kann in den Steinen was drin sein? Ich glaube, da ist nur Gras drin, ne? So, wir haben zwei Wege. Bei beiden hängt nichts, also kann ich bei beiden nichts sagen. Okay, das war eine Sackgasse, aber ist egal. Oh, aber eine wichtige... Eine Truhe... Eine Karte, wollte ich sagen. Eine Truhe mit einer Tarotkarte. Geil. Oh ja, halbes Herz. Let's go. Sehr schön. Ich freue mich über jedes halbe Herz, was ich bekommen kann, weil am Ende wird es wahrscheinlich wieder auf ein halbes Herz hinauslaufen, wie ich meine Kämpfe kenne. So. Haben die Schild? Irgendeiner Schild? Nein, keiner Schild. Also einfach drauf. Einfach drauf. Nice. Oh, das war auch wieder eine gute Truhe, weil da war eine Kette dabei. Also als ein Geschenk für Anhänger. Sehr schön. Da hängt Schwert. Das heißt, da kriege ich neue Waffen. Mit Glück. Mit Glück kriege ich eine sinnvolle neue Waffe. Göttlicher Schneesturm. Sturmböe des Todes. Aber das sind alles Zusatzdinger, ne? Und Vampirdolch. Ah, Vampirdolch, nee. Ich würde mein Gift behalten. Jetzt ist nur die Frage, ist das hier die bessere Attacke oder zum Beispiel hier halt, ne? Mir erscheint fast, ich probiere mal den göttlichen Schneesturm aus. So, wir gucken mal, wie das läuft. Das ist so ein Ding hier. Ah, ich würde lieber schießen, bin ich ganz ehrlich. Ich würde lieber schießen. Vielleicht wäre der besser, der Schneesturm, aber ich würde lieber schießen können. Im Fall der Fälle. Oh, das sind ja diese hässlichen Türme. Weg mit euch, gleich weg mit euch. Sehr schön, und da ist dann noch so ein Frosch und das war's, oder? Ja, sehr gut. Das sah schlimmer aus, als es am Ende war. Gut, und jetzt haben wir nämlich gerade Nacht und gleich wird's wieder Tag. Das heißt, die Hauptphase des Kampfes wird am Tag stattfinden. Und das ist sehr wichtig, weil wir dann nämlich die Tarotkarte mit dem Tag bekommen. Also den Effekt, dass wir mehr Schaden am Tag machen. Das ist sehr, sehr sinnvoll und sehr wichtig. Sehr gut. Okay. Wir haben alles. Finale Stage. So. Okay. Wichtig wird es jetzt also schön, ohne möglichst viel Vorschaden zu Heke zu kommen. Das heißt, hier schön vorsichtig spielen und sich nicht auf zu viel Quatsch einlassen. Oh, das war ein einziger Gegner in dieser großen Stage? Okay. So, wir haben drei Wege. Hier hängt nichts Spezielles. Hier hängt auch nichts Spezielles. Das könnten also bisher beides relevante Wege sein. Hier hängen die Tarotkarten-Symbole, sehr gut. Dann gehen wir erstmal Tarotkarten holen. Nice. Vielleicht kann ich auch wieder welche kaufen. Erstmal ziehen. Feuere Projektil ab, wenn du deine Waffe schwingst. Bonusressourcen.
Ich gehe auf das. Das ist zwar wahrscheinlich relativ selten, aber wenn es dann gerade passt... Ja, und wir können wieder Karten kaufen. Sehr geil. In der Nacht erhöht sich der Schaden. Ziehen wir Chancen kritischen. Ich würde mal fast auch noch die Nacht nehmen, falls der Kampf sich doch länger zieht und wir bis in die Nacht hineinkämpfen. Dann haben wir jetzt sowohl Nacht als auch Tag höheren Schaden. Also wir haben jetzt definitiv höheren Schaden. So, egal was wir machen. Das ist voll gut. Okay, hier geht's nicht weiter. Das war eine Sackgasse. Aber das macht nichts. Oh, bessere Truhe. Oh, noch eine... Alter, was ist mit den Karten los heute? Es ist ja Wahnsinn hier. Bessere Chance auf bessere Truhen. Ich bekomme zwar gerade schon ohne die Chance auf bessere Truhen. Aber bessere Truhen immer noch immer gut. Auch wenn wir jetzt nicht mehr viele Räume vor uns haben. Also das wäre eine Karte, die am Anfang cool ist. Aber ja. Ich glaube, ich brauche das hier nicht alles kaputt machen, oder? Das bisschen Gras, was ich da noch bekomme. Ich glaube, wir haben genug. Okay, gehen wir den richtigen Weg weiter. Die Türme erstmal wegmachen. Sehr schön. Da war der Schuss gerade, falls man es gesehen hat. Oh! Was ist jetzt los? Vampir-Handschuh? Ah, weiß ich nicht. Göttliche Explosion. Ah, nee, ich will die Schüsse behalten. Ich bin ganz ehrlich, ich will die Schüsse behalten. So. Ich glaube, wir haben alles, ne? Oh. Hässlicher Raum. Die Puppe muss gleich mal weg, sonst kann ich keinen Schaden machen. So, jetzt kann ich Schaden machen. Oh, die schießen, oder was? Ja, die schießen. Okay, alles klar, aber ich kann das auch mittlerweile. So, guck mal, energietechnisch ist hier alles sehr, sehr geil. Und tatsächlich, wenn ihr es euch mal oben anschaut, schaut mal nach oben links, rechts, Entschuldigung, oben rechts. Wiederhole, oben rechts. Wir nähern uns schon wieder der Nacht. Wir nähern uns tatsächlich schon wieder der Nacht. Meinem Kult geht es zum Glück gut. Dank unserer Mission ist alles, dank unserem Ritual ist alles wunderbar. Also besser kann es ja gar nicht laufen. Und ja, das Einzige, ich glaube, das Einzige, was... Nee, nicht mal das. Hunger ist halt so ein bisschen noch da, aber das ist okay. Dass die wieder Hunger haben, ist in Ordnung. Jetzt, wo ich die ganze Zeit nicht da bin. Ich glaube, ich kann noch mehr in der Küche vorbereiten. Vielleicht bringt es noch mehr, ich weiß es nicht. Aber wir sind mit... Also, ich finde, die Vorbereitung ist für Hecate mehr als ausreichend. Ich weiß zwar nicht genau, was jetzt Hecate alles machen wird, aber ich glaube, das sollte laufen. Ich glaube, das sollte laufen. So. Oh, ich wollte nicht schießen. Also, let's go. Und ich muss auch mal an das L1-Ding denken. Endlich, ich habe mich schon gefreut. Mach deinen Frieden, Kreatur, du wirst diesen Tempel nicht wieder verlassen. Okay, hier geht es eine riesige Monsterkröte. Dann machen wir doch gleich mal hier. Alter! Yo, immer wenn ich das auflade, mache ich fast ein Fünftel weg oder so. Okay, die Schüsse auch krass. Oha. Was war das für eine Zunge? Aber Alter, das L1-Ding war ja übel. Wenn ich das L1-Ding ein bisschen auflade, ist das krass. Und die Zunge kann ich auch angreifen, okay. Ups. Alter, habt ihr den Schuss gesehen? Ich säbel den alleine mit dem Schuss weg. Ich säbel den alleine mit dem Schuss weg. Yo, der Schuss ist viel zu krass. Ist ja gar kein Problem. Ist ja gar kein Problem gewesen. Alter, wir sind zu stark. Alter, wir sind viel zu stark. Nice.
Okay, zweite Stage. Sein zweiter Boss ist gefallen. Wir können endlich in die dritte Welt. Wobei wir, ich glaube, wir hätten sogar schon reingekonnt. Ich habe es ja schon mal freigeschaltet, die dritte Welt, ne? Ich glaube, wir hätten schon reingekonnt. Aber ja, ich hoffe, dass es in der dritten Welt dann die Kristalle gibt. Jetzt erstmal ein neues Herz. Und das war's. Die zweite Kette ist gesprengt worden. Übel. Heke-Trophäe, let's go. Alter, richtig übel, ne? Okay, also, das war ein extremst erfolgreicher Run. Im Prinzip sind wir einfach durchgelaufen. Im Prinzip sind wir einfach durchgelaufen. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. Ja, dann sprengen wir die zweite Kette hier. Ich habe es genossen zu beobachten, wie du Heket vernichtet hast. Es war vorhersehbar, dass ihre Arroganz einmal ihr Untergang sein wird. Okay, Heket ist eigentlich weiblich, ist egal. Passt schon. Dein gnadenloser Kreuzzug gegen den alten Glauben wärmt mein altes, starres Herz. Danke für das Gespräch. Das war sehr wichtig. Und der Hirte wird einen Pfad durch die Wildnis bahnen, Flüsse in die Wüste bringen und Licht ins Dunkel. Alles klar. Yeah! Da freut ihr euch auch, ne? So. Okay. Alter, wie was hier los war. Hier ging es schon wieder richtig ab. So, ich warte jetzt noch kurz. Nein. Ich warte jetzt noch kurz die Nacht ab, dass ich die jetzt nicht wieder wecke, während ich hier Dinge mache. Den Kollegen kann ich schon mal abholen. Jarna. Oh, nur positiv der Typ. Materialist, leichtgläubig und königlicher Codeproduzent. Ja, doll. Scheidet aber nur goldenen Code aus, ne? Immerhin. So. Okay, Kollege. Dann können wir schon mal hier schön die Sachen einsammeln, die während unserer Abwesenheit produziert worden sind. Ah, ich muss das hier mal entleeren. Ich verstehe. Dann kann ich hier auch gleich wieder füllen. Sehr gut. Oh, was ist mit dir los? Oh, wer schnarcht da einer? Wer schnarcht hier? Wer hat sich hier... Oh, Tortris hier und ist jemand, der schnarcht jetzt woanders hin, oder was? Oh, da muss ich nochmal gucken, wer hier Schnarcher ist. So, erstmal inspirieren. Jetzt haben wir gleich ganz viel im Tempel zu erledigen. Jetzt haben wir gleich richtig viel im Tempel zu erledigen. Alter, eine neue Tafel. Let's go. So, hier können wir noch Massen-Dings. Sehr schön. So, wo habe ich noch nicht? Hier habe ich noch nicht. Inspiration heißt es, genau. Sehr gut. So, irgendjemand von euch kriegt doch noch Geschenk von mir. Du kriegst ein Geschenk. Doppelt so lange leben. Wobei, das würde ich fast... Ah. Felix. Felix, wo bist du denn? Wo
Wo ist denn mein Felix? Da unten ist mein Felix. Was machst du denn hier unten, Kollege? Lass dich erstmal inspirieren. Oh, bist du alt geworden? Oh no! Ich wollte jetzt die... Ja, deswegen wollte ich dir jetzt die Kette... Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut, Felix. Ich wollte dir jetzt die Kette geben, dass du länger lebst. Hat. Da war ich in eine Spur zu langsam. Ja, dann leg dich schlafen. Ach, so ein Käse. Ach, so ein Käse. So, du kannst dich auch schlafen legen. Oh, das ist ärgerlich. Oh, das ist richtig ärgerlich. Oh, was ist hier los? Okay, ich weiß es nicht. Ach Mist, ja, das war's mit dir, Felix. Tut mir leid. Anhängerfleisch erstmal wieder verkaufen. So. Alter, Knochen hier auch, ne? Knochen könnte man auch richtig viel Geld damit machen. So, oh, du hast eine Quest für mich. Was ist los, Agares? Wir brauchen Inspiration. Bitte erleuchte uns. Führe das Ritual der Erleuchtung durch, wenn ich das habe. Ich weiß nicht, ob ich das habe, aber hey, ist okay. Wird dieses Ritual... Ach, das ist das Ritual. Ja, okay, können wir gleich machen, dann verlieren wir nämlich keinen Glauben. Weil noch ist der Effekt mit den Pilzen effektiv. So, dann machen wir gleich Predigt. Jetzt habe ich wieder zwei Älteste, die ich opfern muss. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber jetzt erstmal Krone. Wir haben nämlich erstmal eine neue Tafel. So, zack. Damit haben wir das letzte Beten und Arbeiten. Was haben wir da jetzt noch? Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, das deinen Anhängern ermöglicht, 3 Tage und Nächte durchzuarbeiten, ohne zu ermüden. Okay. Ah, so viel arbeiten müssen wir ja gar nicht. Führe dein Ritual durch, bei dem du einen Ruhetag ausrufst. Deine Anhänger werden einen Tag lang nicht arbeiten und plus 80 Glauben erhalten. Oh ja, das klingt interessant. Vor allem, wir haben ja bald alles hier voll. Wir brauchen dann wahrscheinlich wirklich gar keinen Arbeitstag. Und können dann einfach mal einen wirklichen Feiertag machen. Warum nicht? So. Okay, schön. Dann, wie gesagt, können wir noch die Krone machen. Hier nämlich. Also, was davon nehmen wir? Ich würde sagen, die geht dieses... Da gab es doch irgend so ein Ding. Iss einmal pro Kreuzzug eine Mahlzeit, um mein Herz zu erhalten. Welches hängt davon ab, was du isst? Damit kann ich ein Herz generieren pro Kreuzzug. Ich wollte aber dieses Teil, wo ich zurückkehren kann. Ist es das hier? Ja! Fokussiere deinen Geist, wenn du auf einem Kreuzzug bist, um sofort zurückzukehren. Das will ich unbedingt haben. Das will ich unbedingt haben. Dass, wenn mal wieder irgendwas mit dem Kult passieren sollte, dass ich doch schneller zurückkommen kann. Das will ich unbedingt haben. Sehr, sehr wichtig. Sehr schön. Ja, 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 ja. Doch, das war mir nochmal sehr wichtig. Das war mir nochmal sehr wichtig. Okay. Wunderbar. Gut. Und die anderen zwei ist nicht so wichtig. Ich werde auch keinen Anhänger opfern, um wieder zu erweckt zu werden. Also das ist auch nicht so mein Ding jetzt, glaube ich. Genau. Also die anderen zwei sind okay zu haben, aber nicht die wichtigsten. Die zwei
Die zwei waren schon richtig gut. Gut. So. Ritual haben wir gerade durchgeführt, ne? Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir werden gleich das Opferritual noch durchführen. Aber ich kann halt nur einen opfern. Ah, schwierig. Schwierig, 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 Leute. So. Ah ja, hier Quest abholen. Quest abholen. Hallo, 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 Kollege. Nein, ich will Quest abholen. Jetzt. So, sehr schön. Prima. Ich kann schon wieder, ich kann schon wieder. Es ist unglaublich. Wir kriegen die nächste göttliche Inspiration, wenn ich das richtig sehe. Na, nicht ganz. Nicht ganz, aber fast. Okay. So. Ich glaube fast, aber... Ich glaube fast, wir können uns das leisten. Noch den Kreuzzug zu machen. Wir gehen gleich in die dritte Welt. Warum nicht? Na? Wie viel? Ja, da geht die zweite Kette kaputt. Alles cool. Der hat schon wieder einen. Ja, hier, er damit. Warte. Wenn ich den jetzt ganz schnell noch... Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir machen die Tür auf, wir machen die Tür auf. Dann ist die schon mal offen. Wenn ich irgendwann mal nicht mehr 12 gleichzeitig habe, ist es dann völlig egal. Ich habe jetzt 12 gleichzeitig. Wenn der eine Typ jetzt nicht sofort stirbt, während ich da hochlaufe, schläft am Tag und arbeitet während der Nacht. Okay. Hoffentlich stört es die anderen nicht. Bricht aus dem Gefängnis aus und befreit auch andere. Okay, du bist ja einer. Du bist ja einer. Alles klar, mein Freund. Auf dich werde ich ein Auge haben, das sage ich dir. Auf dich werde ich ein Auge haben. So, aber wenn du eh in der Nacht arbeitest, dann schicke ich dich, glaube ich, zum hier, machst Stein oder so. So. Ich glaube, die sind, wenn dann, da unten. Ah ja, und jetzt schläft er erstmal. Ja, gute Nacht, Kollege. Jetzt pennt er. Oh, was ist mit dir? Okay, du bist krank geworden. Anartre, dich heilen wir ganz schnell. Oh. Oh. Zwei sind krank auf einmal. Was ist denn da los? Habe ich gar nicht. Habe ich das vorhin übersehen? Oder sind die jetzt erst krank geworden? Aber gleich der nächste. So. Wichtig und richtig. Okay. So. Alter, let's go. Weil jetzt habe ich gerade 12 Anhänger. Das war das, was ich eigentlich sagen wollte. Und das heißt, ich kann die Tür hier gerade noch öffnen. Weil wenn ich nachher wieder 11 habe, wenn jetzt einer stirbt, völlig egal, wir machen die Tür schon mal auf. Damit ist auch die vierte Welt schon offen. Ich finde, das ist eine sehr gute Sache. So. Wir gehen aber natürlich noch nicht rein. Wir gehen jetzt erstmal hier in die dritte Welt, in die Ankertiefen. In der Hoffnung, dass ich da solche Kristalle finde. Und ich habe jetzt ja die Möglichkeit, zurückzukehren. Also, wenn das jetzt hier alles schief geht... Das sieht sehr gut aus. Das sieht...
sehr, sehr gut nach... Oh, da haben wir den Hammer. Okay. Das sieht sehr gut nach, Kristallen aus, hier an der Ecke. Ja, Kristallscherben, let's go. Das ist das, was wir brauchen. Sehr gut. Okay, der Hammer ist brutal langsam. Aber gut. Du betrittst die Länder des Bischofs Kalamar. Jene, die nicht den Wegen des alten Glaubens folgen, werden vernichtet. Ja. Nichts Neues, aber wir sind brutal langsam. Eieiei. Aber hier kriegen wir die Kristalle her. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Okay. Und mit R2 komme ich jetzt also zurück. Da unten steht's. Unten rechts. Alter, ich bin super langsam, ne? Oh, die Waffe gefällt mir gar nicht. Oh, der Hammer ist halt sau stark. Aber sau lahm. Oh, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich werde hier nur Kristalle abbauen. Ich glaube, ich baue jetzt nur Kristalle. Und natürlich die Tortre ist gestorben. Ja, und jetzt geht der Glaube runter. Ach, das ist doch... Ja, da wird Felix auch gleich den Schuh machen. Okay. Okay, interessante Gegner auf jeden Fall. Okay, die Teile geben mir Fisch. Und da waren Kristallscherben dabei. Let's go. Deswegen bin ich hier. Vielleicht schaffen wir es in dem Part dann sogar noch den Bartman wieder richtig zu erwecken. Weil ich halt nicht weiß, ob der dann nicht gleich wieder alt wird, ne? Also, wie lange lebt denn der dann jetzt, wenn ich ihn wieder erweckt habe? Okay, da unten haben wir ein Ausrufezeichen. Ja, gut. Sehr schön. Oh, richtig viele Goldklumpen. Gibt es hier noch mehr Kristalle? Ich sehe bisher keine. Bräuchte aber welche. Ich habe noch lange nicht genug Kristalle hier gesammelt. Wir brauchen noch viel mehr Kristalle. Aber jetzt muss ich nämlich, jetzt muss ich trotzdem nach meinem Glauben gucken. Ja, ist noch okay. Solange jetzt nicht noch Felix auch gleich hinterher einen Abflug macht, aber der ist ja jetzt erst alt geworden, also es müsste... Oh, das sind Kristalle, sehr gut. Oh nee, was passiert jetzt wieder? Oh nee, was macht er? Ich will es gar nicht wissen. Es hat viele Gefäße wie dich geschickt. Einer nach dem anderen fallen sie allesamt. Du bist weit gekommen als die meisten zugegeben. Also ja, ich werde es sehr genießen zu sehen, wie dein Kult von innen heraus verfault. Eine solche soll über ihn kommen. Oh, macht er ihn krank? Ich fühle mich nicht so gut. Oh, er macht ihn krank. Okay. Una ist erkrankt, Eigenschaft pro Profil. Okay, ich hoffe, ich kriege das gleich wieder geheilt. Ich kann es leider gerade nicht mich drum kümmern. So, hier ist die Tarotkarte. Schon mal wichtig und richtig. Das sind auch Kristalle in der Ecke. Ja. Ein Reliktruf, du musst es suchen und beanspruchen. Okay. Ja, nehmen wir das, auch wenn jetzt erst wieder Tag ist. Aber ich glaube, wir kriegen noch mal eine Nachtphase, wenn ich so langsam weitermache. Und wir haben ja theoretisch hier noch eine neue Karte. Oh, jetzt kostet schon 30. Okay. Bessere Truhen. Weil bessere Truhen könnten noch mehr Tarotkarten geben, haben wir vorhin gesehen. Das war nicht schlecht. So, wir haben schon 10 Kristallscherben, wir brauchen 15. Wir brauchen 15 Kristallscherben für die Heilung. Und nochmal mehr für den Leuchtturmtyp, aber der Leuchtturmtyp hat auch Zeit. Der hat keine Priorität.
Oh, die haben wieder Schild. So, weg mit dem Schild. Nice, Herz. Aber das Herz nehme ich erst, wenn ich... wenn ich noch ein zweites halbes Herz verloren habe. So, wir haben 12 Kristallscherben. Sehr gut. Oh. Ja, dann nehme ich das Herz wohl jetzt. Wenn die Runde hier vorbei ist. Nice! Noch eine Tarotkarte. Sehr, sehr gut. Am Tag erhöht sich der Schaden. Ja, siehst du, da haben wir doch schon wieder alles zusammen. Okay, dann halt nicht. Da haben wir doch schon wieder alles zusammen. So. Hier gibt's neues Essen. Hier gibt's aber auch neues Essen. Hier gibt's einen Anhänger. Ich gehe den Weg, weil ich will wissen, was das hier ist. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber ich will wissen, was das hier ist. Deswegen gehen wir den Weg. So, was haben wir denn hier? Hopfen. Hopfensamen, okay. Hopfen und Hopfensamen. Ja, das können wir dann gleich mal anbauen. Schauen wir mal, was wir daraus basteln können. So, und was ist das jetzt hier für ein Ding? Und auch was Neues. Warum? Ah, das ist für die Fäden, die ich machen muss auch. Das haben wir auch gelesen. Das ist auch wichtig. Okay, Baumwolle. Wir haben 16 Scherben. Nice. Wir können Bartman schon mal heilen. Sehr gut. Wir können Bartman schon mal heilen. Ja, und dann sind wir schon in der Boss-Stage. Wunderbar. Das ging ja schon mal flott. Ja, nebenbei noch eine göttliche Inspiration freigeschaltet. Let's go. Noch ein paar Kristalle, wenn ich Glück habe. Okay, weiter geht's. Du gehst gleich mal hier weg. Nice, bessere Truhe. Sehr stark, mit viel, viel Geld. Kriegen wir noch Kristalle irgendwo her? Ah, sieht nicht so aus. Nee. Okay. Weiter geht's. Aber ich würde, also trotzdem, wenn ich das nächste Mal die Wahl habe, ich würde den Hammer nicht favorisieren. Oh, mehr Kristalle. Let's go. 20 Stück schon. Sehr schön. So, zwei Wege zur Auswahl. Ja, beide relativ unbedeutend. Also vom Sie sagen halt nichts, was mich dort erwartet. Nice. Oh! Okay, hier gibt es neue Zusatzwaffe. Spitze der Verderbnis. Was haben wir aktuell eigentlich? Ah, dieses Ding. Explosives Projektil. Ja, komm, nehmen wir das mit. Ja, das gefällt mir besser. Ist in Ordnung. So. Ah, hier hängt der Typ, der Händlertyp. Wo ich gerne so ein Relikt bekomme. Manchmal. Das können wir gleich mal hochgehen. Ja, geil, Relikt. Und zwar, halte für eine kurze Dauer die Zeit an. Okay, haben wir noch nie so richtig genutzt, glaube ich. Aber ich bekomme vor allem bei ihm auch immer Anhängerfleisch. Also es ist insgesamt einfach ein guter Raum. So, was macht mein Kult? Bin gleich wieder zurück, Leute. Ja, ich bin gleich wieder zurück, Leute. Bisschen müsst ihr noch aushalten. Hauptsache der Typ... der aus dem Gefängnis ausbrechen kann, wird nicht abtrünnig. Ich glaube, dann opfere ich den einfach. So.
Ich habe schon gesehen, da unten wäre das Ende, aber wir müssen noch darüber gucken. Wir wollen hier ja nichts verpassen. Hier zum Beispiel nochmal Kristalle, sehr schön. Nice. Okay, für Kristalle war es doch nochmal ganz wichtig. Gut, gehen wir zum Boss. Hauen ihn weg. Und dann haben wir hoffentlich auch die nächste Phase geschafft. Bruder! Alter! Viel zu krass! Die Explosion war ja viel zu krass! Aber wir sind so overpowered, glaube ich. Übel. Übel. So, Abflug mit dir. Und wir bekommen Stein. Blumenkohl oder Holz? Wir haben noch kein Blumenkohl, deswegen let's go. Da nehme ich gerne Blumenkohl mit. So. Okay, let's go. Hier auch wieder 4 Stufen? Ja, hier auch wieder 4 Stufen. Ist immer das Gleiche. Alles klar, Abflug. So, jetzt müssen wir heilen gehen. Jetzt müssen wir erstmal ganz viel heilen gehen. Beziehungsweise wir gehen erstmal predigen. Erstmal predigen und den Glauben wieder stärken. So, Freunde. Oh, hier passieren Dinge. Sind ganz, ganz unschöne Dinge. Aber der, guck mal, da kommt der erste schon zum... Oh. Wen hat's denn hier? Ach ja, Tordra hat's hier erwischt. Stimmt. So. Neues Relikt freigeschaltet. Okay, Chance auf die Wiederbelebung von Leichen, die auf Kreuzzügen für dich kämpfen. Klicken klingt interessant. Gut. Ja, keine Sorge, Freunde. Keine Sorge. Nice. Noch eine Stufe hier. Let's go. So, dann machen wir Heilung. Also, erstmal hier. Oh, shit. Oh, shit. Ich brauche mehr Blumen. Kriegen wir aber gleich hin. Ich habe ein paar Blumen da unten. So, Nummer 1. Hier einmal ein paar Blumen her. Jetzt haben wir genug Blumen für ihn. Und jetzt kommt der große Moment, dass wir auch Bartman heilen können. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das hier, also wie lang jetzt leben wird. So, und damit ist Bartman wieder aktiv. Nee, wir sind einfach nicht gespannt, wie lange er leben wird. Wir fordern es einfach gar nicht heraus. Und er kriegt die Schädelhalskette. So ein Ding ist das. Und dann wirst du hoffentlich jetzt auch wieder etwas älter. Und dann können wir jetzt den nächsten, wenn wir wieder Kristalle haben, beziehungsweise wir können auch gleich den nächsten wieder beleben. Ja, auf jeden Fall machen wir gerade noch die göttliche Inspiration. Ja, hier besseres Holz. Oder schneller Holz generieren, wie auch immer das ist. So, zack. Dann kann ich schon wieder einsammeln. Das ist ja hier... Das läuft ja hier alles großartig ab. So. Okay. Und Anhänger abholen. Stimmt, haben wir ja auch noch. Salios. Okay, mit der Rekrutierung dieses Anhängers verliere ich 10 Glauben. Ja, kann ich mitleben. Holen wir uns gleich wieder zurück. Du kannst mal mit bei der Farm helfen. Ja.
Es müsste noch einer kommen, oder? Nee, ich habe doch einen gekauft. Ach, den habe ich aber vorhin schon abgeholt. Stimmt. Den habe ich vorhin schon abgeholt. Okay, jetzt pass auf. Predigt. Alter, haben wir viele aktuell. Let's go. Das ist ja großartig. So. Dann neue Tafel. Jetzt haben wir die ersten drei hier oben weg. Jetzt haben wir noch Gesetz und Ordnung und Besitztümer. Ich gehe mal auf Gesetz und Ordnung. Lehre die echte Bedeutung von Gehorsam. Mal gucken, was das ist. Schalte die Anhängeraktion Ermorden frei. Eine einfache Lösung für viele Probleme, aber manche Anhänger empfinden das als verstörend, falls sie wach sind und es mitbekommen. Jetzt könnte ich theoretisch Leute ermorden. Oder führe in deinem Tempel ein Ritual durch, mit dem du den Geist eines Anhängers auf eine höhere Ebene des Seins aufsteigen lassen kannst. Alle Anhänger erhalten Loyalität. Indem du den Geist eines Anhängers auf eine höhere Ebene... Das klingt auch nicht verkehrt, aber ich will eigentlich diesen Effekt dem Ermorden. Vor allem, weil wir ja den Effekt schon freigeschaltet haben, dass die das eben nicht schlecht finden. Richtig? Also haben wir ja eigentlich gesagt, die finden das ja nicht schlecht, ne? Das hier wird mich zwar auch reizen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich will diesen Effekt haben. Ich will diesen Effekt haben. So. Nice. Okay. Wir lesen es ganz kurz durch, dass ich es auch richtig verstehe. Und nicht wieder durcheinander bringe. Also, wir haben doch hier Glaube ans Opfer. Glaub... nee, das war das. Wo war denn das? Hier, du erhältst 10 Glauben, wenn du einen Ältesten opferst, ermordest oder verzehrst. Siehst du? Das ist das, ich muss das ja sogar machen, weil wenn die so sterben, dann ist das schlecht. Das heißt, Felix, du bist jetzt gleich mein Versuchskaninchen. Lebe damit. Okay? Weil du bist alt, Felix. Es tut mir leid. Und wenn aber alles gut geht, dann hole ich dich auch gleich wieder zurück. Okay? Beziehungsweise im nächsten Part. Wenn ich wieder Kristalle habe, hole ich dich zurück. Machen wir es lieber so rum. Felix, wo bist du denn? Du bist irgendwo, läufst hier rum. Wo bist du, alter Kerl, denn? Oh, guck mal, wir heben hier ein paar Sachen auf. Nice, goldener Dünger immer super. So, aber Felix, wo bist du denn? Da ist Felix. Okay. Da ist Ermorden. Hier steht jetzt minus 40 Glauben, aber wir haben ja eigentlich... Wir haben ja eigentlich den Effekt, dass ich 10 Glauben bekomme. Ist es dann doch schlecht? Minus 40 Glauben. Soll ich das in der Nacht machen, oder was? Sollen wir noch bis zur Nacht warten? Aber wenn er jetzt stirbt, verliere ich auch Glauben. Nee, ich muss das jetzt schon machen. Wir probieren es aus. Ich muss es testen. Ich muss es testen. Wenn Scheiße läuft, mache ich Ritual. Okay, let's go. Ah, ich darf noch sogar entscheiden. Nein, ja. Felix, du bist mir bitte nicht böse, ja? Es ist nur ein Spiel. Ach, jetzt liegt er da aber tot rum.
Das ist nicht so gut. Weil das gibt jetzt ja auch nochmal ab. Oh ja, Bruder. Ganz schnell Ritual. Das lief jetzt nicht so, wie ich das wollte. Das lief jetzt nicht so, wie ich das wollte. Huch. Hoppla. Also. Wir könnten gleich wieder das Gehirnwäschding machen. Ne, wir machen erstmal das hier. Weil zurückholen zieht er wieder Glaube ab, ne? Ja. Also ich werde dich wiederholen, Felix. Sobald ich wieder Kristalle habe. Dass du auch sofort aus dieser Krankheit dann rauskommst, die man da hat. So. Okay, Glaube passt wieder. Okay. Also ermorden bedeutet, ich muss trotzdem nachher noch schlachten oder eben dann vergraben. So wie ich die hier ja vergraben habe. Na? Okay. Alles war nicht ganz so optimal, gebe ich zu. War nicht ganz so optimal. Aber ich wollte es ausprobieren. Gut. Ja. Ich denke, dann können wir den Part an der Stelle beenden. Es ist brutal viel passiert. Ach ja, ich wollte ja gucken, was ich jetzt kochen kann mit den neuen Sachen. Warte noch ganz kurz. Da ist nämlich bestimmt was Neues dazu gekommen. Mäßige Mischmahlzeit. Okay, das hat aber mit Kürbis und Fisch zu tun. Hat irgendwas mit den Sachen zu tun, die wir jetzt gefunden haben. Magere Mischmahlzeit, fieser Fleischbrei, scharfer Fischeintopf, Anhängerhackfleisch. Nee, das lassen wir weg. Da, peppige Blumenkohlsuppe. Die ist cool, okay. 5% Chance Krankheit, aber ansonsten 25% für wertvolle Ressourcen. Ah ja, okay. Ich verstehe. Okay, ah, hier können wir noch Dünger reinsetzen. Oh, da ist gar kein Dünger mehr drin. Wahrscheinlich arbeitet deswegen gerade auch keiner mehr. So. Mal gucken, dann kann ich jetzt noch kurz, dann kann ich jetzt noch kurz hier ein paar neue... Hallo. Freund. Ein paar neue Felder ansetzen. So. Zack. Und vielleicht noch... Vielleicht dann noch ein neues... Oder kann ich ein verbessertes bauen? Gibt es ein verbessertes Silo? Stimmt, ich glaube, es gibt ein verbessertes Silo, ne? Ah, ja. Ich glaube, es gibt ein verbessertes Silo. Bin mir aber nicht sicher. Ansonsten baue ich einfach ein zweites erstmal hin. Gibt es? Wir gucken mal ganz kurz nach. Hier haben wir Düngerlager, Samenlager. Benötigt Kompost. Oh, wir haben noch gar nicht Kompost. Hier ist Düngersilo. Ja, das ist ja Dünger, das will ich doch gar nicht. Wo war denn? Wo ist denn der Weg, den ich gegangen bin fürs normale Silo? Wo ist denn das normale Silo jetzt? Schon da drüben. Die Farmsachen sind schon hier drüben gewesen, ne? Ich poniere Gras, um es in Dünger zu verwandeln. Das will ich ja gar nicht. Parzelle. Hä, wo ist denn das Samensilo, was ich freigeschaltet habe? Düngerlager, Samenlager. Nach einem Kreuzzug kannst du hier Samen deponieren. Anhänger werden diese dann automatisch auf Samensilos verteilt. Ah, okay.
Da kann ich noch mehr Samen reinsetzen und die gehen dann auf die verschiedenen Samensilos. Aber wo sind die Samensilos? Ist Düngersilo? Das war beim Farmpaket dabei. Ich verstehe. Okay, das heißt, ich muss hier zum Samenlager kommen. Das ist mein nächstes Ding, dann kann ich die Samen besser verteilen. I see. Okay. Okay. So. Die Goldklumpen kann ich nicht verkaufen, ne? Ey, schade. Und er arbeitet jetzt, weil er ja Dingens hat. So, und er ist hier, weil er schnarcht, richtig? Ich will ihn nicht wecken, ich will nicht mit ihm sprechen jetzt. Hier war nochmal richtig viel Hingabe unterwegs. Gut, also jetzt schnarcht auch keiner. Muss mich um niemanden kümmern, der schnarcht, ja? Alles friedlich. Okay. Oh, Bartman, was ist los mit dir? Guck mal, ich kann mit ihm trotzdem nichts anfangen. Was ist mit ihm? Der Anführer hat getan, was nötig war. Ja, siehst du? Aber wieso kann ich mit ihm nichts... Ich glaube, er lebt jetzt einfach nur noch so vor sich hin. Als Wiederbelebter. Ha. Aber zumindest ist seine Krankheit weg. Aber hast du kein Bett? Also, oder was ist... Hä? Steh auf und geh, aber er schläft doch gar nicht. Schlafwandelt er? Warte mal, kann ich Bartman jetzt hier zuteilen? Nee, der ist schon da drin, aber er schläft da nicht. Ja gut. Ja gut, vielleicht will er dann da halt einfach nicht schlafen. Ist okay, ne? Ist bereits im Bett. Anhänger ist bereits im Bett. Oh, was jetzt mit Yellow? Wer schnarcht hier? Irgendeiner schnarcht hier doch, oder nicht? Ah, das sehe ich hier wieder nicht, ne? Kann ich das nachschauen, wer schnarcht? Eligos schnarcht. Dann ist das hier doch Eligos Ding. So, was mit dir? Ah, ich muss zurück nach Anura. Ja, kriegen wir hin. Darf ich nur nicht vergessen, sonst verliere ich wieder Glauben. Okay. So, machen wir noch ganz schnell die göttliche Inspiration fertig. Dann können wir hier den... Jetzt haben wir ja wieder einen Zielweg, kurzzeitig. Erstmal Kompost und dann hier Samenlager. Let's go. So. Jetzt haben wir wieder einen schönen Zielweg. Dann baue ich aber auf jeden Fall schon mal ein zweites Samensilo, weil wir brauchen mehr Samen. Das wissen wir jetzt schon, dass wir das brauchen. Ein neues Samensilo. Wo ist es? Hier. Das können wir gleich mal hier daneben setzen. Ich würde es gerne hier hinsetzen. Na gut, machen wir es hier hin. So. Eigentlich können wir gleich noch eins bauen. Wir haben ja genug Materialien, ne? Hier, zack, so.
Okay. Und dann heißt es jetzt aber erstmal Abflug. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ich denke an alles, was wir gemacht haben beim nächsten Mal. Und sage Tschüss.